Moin, geht's? Hallo. Komm, Stoff. Okay. Nein! Wie kann ein Mensch so früh schon so munter sein? Horst! Was ist denn in dich gefahren? Horst! Mensch! Das ist gut jetzt! Komm, Mann, mach raus, Gott! Mach innen, Mann, Mensch! Meine Herren! Was du, das ist doch schade um jede Minute, Herrgott nochmal. Das ist ein Lüftchen draußen, ich sage dir, ein Tag zum Heldenzeugen. Übernimm dich nicht! Stehe ich nicht auf Helden. Na, Hauptsache, du stehst erstmal. Was dir fehlt, Dicker, ist Bewegung. Mir fehlt mein Bett. Kontemplative Muße ist ja wohl ein Fremdwort. Zuschauen, einschlafen, nachdenken. Ja, nur alles zu seiner Zeit, wie Salomon schon richtig sagt. Und jetzt ist Bewegung angesagt, mein Lieber. Salomon, der Weise, spricht. Laute Fürze stinken nicht. Ist was? Du wächst mich? Keine Sorge, mein Lieber. Es bleibt ein Unikat. Du, sag mal! Suchst du heimlich Volkshochschulkurse? Hä? Drückst dich so gewählt aus. Unikat! Abbau von Bildungsprivilegien, Dicker! Was? Viel!
Gib Fusen! Hol eine Leiter! Komm mal ab! Hau ab, verpfeift! Komm! Komm, sonst liegst du auch noch drin. Komm, verschwinde. Ja, ich komm ja. Wenn die Not am größten ist, die Rettung am nächsten. Hey! Ich hänge gleich was. Vorsicht! Aus welchem Blick bin ich so stark? Hier! Achtung! Komm! Leg mich doch nicht so! Ich kann mich da gar nicht mehr bewegen, Mann! Wird er schon von unten fest? Komm, beeil dich! Famous last words. Also. Ja, gut. 10-1, das ist das Chef. Ja, gut. Halt doch fest, Mann! 10-1, dass ich Sie wegen unterlassener Hilfeleistung dran kriege. Wenn Sie sofort verschwinden hier. Hochhaus, einen Moment. Ja. Pass an. Jetzt. Komm. Hier ist was. Komm, fahr mal zu deinen Kameraden zurück. Komm, fahr mal. Was ist? Oh Gott. Sie hat mindestens zwei Tage im Wasser gelegen. Sie war schon tot, als man sie hineingeworfen hatte. Sie ist an ihren inneren Verletzungen gestorben. Wieso inneren Verletzungen? Sie ist vergewaltigt worden, ganz eindeutig. Spermaspuren, schwere Verletzungen am Unterleib und... Lassen Sie, Doktor, zugedeckt. Ist es denn notwendig, dass wir noch bleiben? Nein. Danke. Komm. Tut mir leid, Jimmy. Bei denen als vermisst gemeldete ist kein Mädchen in dem Alter dabei. Und in den letzten 3 Tagen schon gar nicht. Hier, 2 14-Jährige sind die Jüngste, was wir haben. Und die Älteste ist 79. Das gibt's doch gar nicht. Ein Mädchen ist seit 3, oder besser gesagt ein Kind, ist seit 3 Tagen verschwunden und niemand vermisst es. Leider gibt's doch. Vielleicht war das Kind schon länger irgendwo verschwunden. Das ist doch unwahrscheinlich. Ich war doch nicht allein auf der Welt. Wer weiß, wo die gelebt hat. Ja gut, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass sie tot ist, vergewaltigt. Ich gehe doch mit dem Foto noch mal zum See, ja? Vielleicht hat sie doch einer gesehen oder er kennt sie. Wer weiß doch, wie das ist. Vielleicht haben wir Glück. Frag vor allem die Kinder, ja? Wozu soll das gut sein, wenn keiner darauf reagiert? Du gehst zum See. Übrigens, die Spurensicherung hat gesagt, dass das Kind wahrscheinlich irgendwo anders vergewaltigt worden ist. Okay. Ich gehe zum See. Dame noch? Frau von Stein. Donnerwetter, alter Adel, was? Ja, ihre Stimme klang sehr sympathisch und intelligent. Was du so am Telefon alles raushörst, das ist wirklich erstaunlich. Ja. Hoffentlich kannst du die Kleine wirklich identifizieren. Ja, deshalb hat sie uns ja gebeten, herzukommen. Das wurde in der Zeit und darauf wollte sie sich nicht festlegen. Ach, ich verstehe. Deswegen hat die Lady uns so Jens gebeten. Das ist doch Quatsch, Mensch. Die hat Unterricht. Wo soll sie mit den vielen Kindern hin? Ach, das ist doch eine dämliche Ausrede, Mann. Die wollte bloß ins Präsidium kommen. Entschuldigen Sie bitte, wo finden wir denn Frau von Stein? Kommt drauf an, welche Sie suchen. Was? Die eine auf dem Friedhof von Weimar und die mir bekannte wahrscheinlich in unserem Lehrerzimmer. Kannst du dir jetzt erklären, warum ich vorzeitig aus der Schule abgehauen bin? Ja, alles klar. Ja. Ja, das ist ihm. Ich hatte gehofft. Ja, was?
Was hatten Sie gehofft? Ich hatte gehofft, dass ich mich geirrt hätte, als ich das Bild in der Zeitung sah. Ich meine, ich habe gehofft, dass sie es nicht ist. Das verstehe ich sehr gut. Sie war Ihre Schülerin. Ja, von der ersten Klasse an. Wie heißt denn das Mädchen nun? Also Manuela Czermak. Ja, na, Manuela Czermak, na bitte, hier, komm. CZ. Danke, ja. Tja, und weiter, weiter, weiter. Wie alt ist denn das Mädchen? Wir sind Ihre Angehörigen, wo hat sie gewohnt? Horst. Was? Horst. 9 Jahre, sie ist 9 Jahre gerade geworden. Sie wohnte bei ihrer Mutter in der Oberhausener Straße 28, glaube ich. Und der Vater ist gestorben vor einem halben Jahr, ein Unglücksfall. Aber der Vater interessiert im Moment überhaupt nicht. Entschuldigen Sie bitte. Wann haben Sie sie denn zum letzten Mal gesehen? Am letzten Dienstag. Ja, Mittwoch bin ich nämlich mit der Klasse ins Skilager ins Sauerland gefahren. Manuela war zur verabredeten Zeit nicht im Zug, aber das hat uns auch nicht weiter gewundert. Sie war anfällig und hat öfters gefehlt. Ja, und am Sonntag, ja, da sind wir zurückgekommen. Nicht gerade ein langer Urlaub, aber besser als gar keiner, was. Ja, das Skilager ist sehr gefragt und ständig ausgebucht. Jetzt wird mir einiges klar. Hm? Sie denken, sie ist krank, ne? Und die Mutter denkt, sie ist beim Skifahren. Also vermisst auch keiner. Ist doch logisch, oder? Aber spätestens am Sonntagabend, da müsste doch die Mutter was gemerkt haben, nicht? Als die Kleine nicht nach Hause gekommen ist. Und das Gepäck? Ja, wo ist denn das Gepäck geblieben? Was? Mensch, also... Also, falls Sie noch irgendwas zu erzählen haben, mein Kollege Tanner hört gern zu, ja? Ich hau schon mal ab. Tschüss. Wieso? Horst! Das dürfen Sie ihm nicht übel nehmen. Das nimmt ihn mehr mit, als er zugeben kann. Das ist so seine Art, sich vor seinen eigenen Gefühlen zu schützen. Marsch rein, Dominik! Sabrina, marsch, ist gestellt. Ipo Duisburg, Sie sind vorläufig festgenommen. Bitte kommen Sie mit. Hier. Ich? Wieso denn? Alles leere Fahren Sie auf dem Präsidium. Ich hab mir nicht zu Schulden kommen lassen. Ich bin ein völlig Unschuldiger. Überlegen Sie sich das nächste Mal Ihre Witze. Andere können auch komisch sein, ja? Aha. Sie war ein nettes, ein ganz liebes Kind. Fleißig, aufmerksam im Unterricht. Trotzdem ließen ihre Leistungen in letzter Zeit immer mehr nach. Geradezu im katastrophalen Ausmaß. Es hat nicht mehr viel gefehlt, man hätte sie auf die Sonderschule schicken müssen. Hm? Ich war deswegen auch schon bei ihrer Mutter. Ja. Sie als Lehrerin haben zweifellos eine sehr große Verantwortung. Wie kommen Sie damit eigentlich zurecht? Bei so vielen Kindern. Hatte denn Manuela Freunde hier? In der Schule? Ja, die Karin. Obwohl Karins Mutter von der Freundschaft nicht sehr begeistert war. Wieso? Manuela war manchmal ein bisschen altklug und kokett. Das hat die anderen irgendwie abgestoßen. Was ist hier eigentlich passiert? Das kann ich Ihnen nicht... Der Befund ist noch nicht da. Ja, ich muss jetzt in meine Klasse. Könnte ich vielleicht mitkommen? Ich möchte Karin gerne mal kennenlernen. Ja, sicher. Danke. Herr Kommissar. Ja. Guten Tag. Meine Schachtel ist noch aus dem Maßen. Andi! Oh! Mein lieber Scholli. Karin, kommst du mal bitte? Aha. Guten Tag. Das ist der Herr Tanner, der möchte ein paar Fragen stellen. Du bist also die Karin? Ja. Karin, du bist die Freundin von Manuela? Nee, die ist immer so komisch. Die Petra, die ist jetzt meine Freundin. Ach so, ja, gut. Du kannst dich wieder setzen. Ja, danke. Wiedersehen. Ich würde Ihnen gerne noch ein paar Fragen stellen. Wie wäre es, wenn wir uns nach dem Unterricht sehen könnten? Vielleicht essen wir was zusammen. Ja, gut.
Wiedersehen. Wiedersehen. Bis gleich. Mein Name ist Schimanski, ich bin von der Kripo Duisburg. Oh Mann, wie ist denn das passiert? Sie sollten die Backe ein bisschen kühlen, sonst schwillt das Auge völlig zu. Auf der Treppe, da hat mich ein Junge fast umgerannt. War der das? Das ist Markus. Markus, wer ist denn Markus? Mein Sohn. So. Tja, Frau Schönheit, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, dann... Ich weiß, es ist natürlich nicht ganz einfach, also... so einen Halbstarken ohne Vater großzuziehen, klar. Tja, Frau Schönheit, tut mir leid, aber ich muss Ihnen noch ein paar Fragen stellen. Als Manuela am Sonntagabend hier nach Hause gekommen ist, Mensch, das Kind, da müssen Sie sich doch Sorgen gemacht haben. Ja, warum haben Sie nicht die Lehrerin angerufen? Oder Manuela als vermisst gemeldet? Oder was weiß ich? Sie wollte bei Karin bleiben. Das war doch abgemacht. Das haben die Mädchen öfter so gemacht. Karins Mutter wollte sie abholen. Ach ja? Karin ist doch sicherlich die Freundin, was? Ja. Ja. Na und? Nur weiter. Ach ja, bevor ich vergesse, sagen Sie mal, Frau Scherner, haben Sie nicht ein neueres Foto von der... Ich meine, haben Sie kein Foto von Manuela? Also, entschuldigen Sie, ich finde es nicht gut, wenn Sie jetzt alleine bleiben würden. Haben Sie keine Freunde oder Verwandten hier im Haus, die sich ein bisschen um Sie kümmern könnten? Kann ich mal telefonieren? Wo ist denn das Telefon hier? Ja, Schimanski, sind Sie's, Doktor? Sie werden gebraucht. In der Oberhausener Straße, 28 ist es, glaube ich, ja. Bei Czermak. Entschuldigen Sie, hätten Sie was dagegen, wenn ich Ihnen ein paar Fragen stelle? Ich meine, Sie wissen doch sicherlich hier Bescheid. Ne? Was meinen Sie denn damit? Hier, passen Sie mal auf. Gucken Sie mal. Hier. Kennen Sie dieses Mädchen hier? Haben Sie die schon mal gesehen? Kennen vom Sehen. Ach ja? Haben Sie vielleicht beobachtet, dass er am Mittwoch früh da drüben aus dem Haus rausgekommen ist? Als ob ich nichts anderes zu tun hätte. Ja, davon gehe ich erst mal aus, dass Sie nichts anderes zu tun gehabt haben. Also, bitte denken Sie nach, ja? Mittwoch früh, 8 Uhr. Hm?
Ihre Skier muss sie dabei gehabt haben. Mittwoch früh. Da habe ich auf der Klempner gewartet. Der Wasserkasten im Klo ist undicht. Was da an Wasser wegläuft. Haben Sie sie gesehen oder haben Sie sie nicht gesehen? Das Mädchen? Nicht, dass ich wüsste. Wie ist denn mit dem Jungen? Kennen Sie den? Markus heißt er. So, Markus heißt er. Natürlich habe ich den gesehen. Mit dem wird's nicht gut enden. Überhaupt mit der ganzen Familie wird's nicht gut enden. Seitdem der Vater tot ist, macht jeder, was er will. Dieser Bengel, dieser Markus, hat überhaupt keinen Respekt vor erwachsenen Leuten und treibt sich in Spielhöllen rum, wie in der Dammstraße. Möchte nicht wissen, wo der das Geld her hat. Mich rennt fast über den Haufen, also davon wird es auch nicht besser. Du denkst, ich weiß nicht, wie dir zumute ist, nicht? Irrtum. Ich weiß, du hast deine kleine Schwester sehr lieb gehabt. Ich aber du kannst doch nicht die ganze Welt zusammenschlagen, weil das bringst du nur auch nicht. Warum hast du deiner Mutter eine dicke Backe geschlagen, hm? Zeigen, habe ich gesagt. Dann wird's bald. Das kann man auch anders sagen, oder? Ja, das kann man. Entschuldige bitte, aber ich habe im Moment keinen Bock drauf. Also, komm. Was denn 29, 28 Jahre bist du? Das sieht aber verdammt alt aus, du. Die Kids, die hier rumlaufen, die sehen viel zu jung aus. Willst du lesen? Hier. Na, ich höre nichts. Auszug aus dem Gesetz zum Schutze der Jugend der Öffentlichkeit von 25.02.85. Schön, dass es Ihnen hier gefällt. Hier gehen. Dankeschön. Hier gehen wir immer hin, wenn uns unsere Kantine aus dem Halse raushängt. Tut sie eigentlich immer. Aber so oft können wir uns das natürlich nicht leisten. Das wird wahrscheinlich auch bald zum Hals aushängen. Ja, da haben Sie wieder recht. Was wollten Sie denn noch von mir wissen? Bitte? Ich meine Fragen. Sie hatten da noch Fragen an mich. Natürlich. Entschuldigen Sie, das bin ich jetzt ganz. Ich wollte Sie fragen. Wo hat man Sie denn gefunden? Weiß man noch gar nichts. Ich war mit meinen Kollegen Schlittschuh fahren. Ich sag noch, pass auf. Wir haben Manuela in diesem See gefunden. Ach, dann ist sie ertrunken. Nein, nein, sie war schon vorher tot. Sie ist sexuell missbraucht worden. Oh mein Gott. Ach Gott, das ist ja furchtbar. Ja. Ja, Mutter. Entschuldigen Sie bitte. Ich bin gleich wieder da. Verzeihung. Warum setzt du dich nicht zu uns? Ich hab Hunger und will was essen. Deine Balzerei, die geht mir sicherlich auf den Sack. Balzerei? Also, die bin ich sauer. Warum? Ach Mann, Mensch, ich muss der Mutter den Tod der Tochter beibringen und den durchgedrehten Sohn muss ich zur Vernunft bringen.
Und du sitzt hier mit deiner Dulcinea und lässt einen großen Gourmet raushängen. Ich lasse überhaupt nichts raushängen. Außerdem ist sie nicht meine Dulcinea. Sie ist eine Zeugin. Was machst du denn hier? Ja, wenn du mich lässt, bestelle ich mir was zu essen, ja? Bitte. Mach einmal. Einmal Pommes mit Mayo. Was soll das werden, wenn es fertig ist? Schuhe, in denen ich gehen kann, ohne Blase zu kriegen. Warum kann man keine eingetragene Schuhe kaufen? Hier, wer hat doch einen Beruf? Schuhezugeher. Pferde werde ja auch zugeritten. Dann musst du nach England gehen. Jeder Butler, der ein bisschen auf sich hält, der trägt ja deine Schuhe an. Hat sich was getan? Ich meine, auf die Suchmeldung hin? Jede Menge! Ja? Und? Angeber, Mitmischer, Wichtigtuer und geile Böcke. Hier. Einer hat sie in Frankfurt auf dem Babystrich gesehen. Ein anderer auf dem Düsseldorfer Flughafen in Begleitung eines fetten Orientalen. Viel Brauchbares ist es nicht. Wir müssen am Ball bleiben. Ich meine, was sollen wir machen? Die Mutter fällt aus, die sagt nichts. Die stand kurz vorm Kollaps. Ja, das ist ein Wunder. Hänschen. Ich glaube, wir sollten uns noch mal den See vornehmen. Was? Ja, und nach den Klamotten von der Kleinen suchen. Beispielsweise nach dem Rucksack, nach den Skiern. Wir, das heißt auf Deutsch ich. Ja, auf Holländisch auch. Na komm, 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 komm. Uns doch noch die Ehre, ne? Das ist ja toll. Nee, kein Quatsch. Nimm mir lieber ein paar Akten ab. Gibt's dafür einen triftigen Grund? Gibt es. Das sind die Sexualdelikte an Kindern im Raum Duisburg der letzten 3 Jahre. Das ist allerdings ein Argument. Also. Und ich dachte schon, du lässt dich als Lehrer umschulen. Du denkst und ich trage. Wozu Menschen alles fähig sind? Ein Wahnsinn. Das ist der reinste Horror, du. Ich bin ja schon zufrieden, wenn der Täter nicht der Vater, der Bruder, der Onkel oder der Opa ist. Und die Mütter halten die Schnauze, schauen weg wegen der Schande. Weil nichts sein kann, was nicht sein darf. Trautes Heim. Glück allein. Für die Kinder ist ja zu Hause die reine Hölle. In unserem Fall fällt der Vater zum Glück schon mal. Zum Glück, aber er fällt schon mal weg. Wieso? Ja, weil er tot ist. Ach so, ja. Entschuldige mich. Was hältst du denn hiervon? Heiner Kögelmeier, ein ehrenwerter, unbescholtener Familienvater, in geordneten Verhältnissen lebend, wird von einem minderjährigen Jugendlichen angezeigt, er habe ihn sexuell missbraucht. Dieser Junge, ein Bürschchen in ziemlich desolatem Zustand, angeblich Gelegenheitsstricher, will den Kögelmeier wahrscheinlich erpressen. Alles spricht für den Mann, alles gegen den Jungen. Ein Verfahren wird vor Gericht gar nicht erst eröffnet. Der Mann ist über jeden Zweifel erhaben. Der Junge kommt in ein Heim. Na ja, ja. Traurig. Fall von vielen. Und nun raten mal, wie der Junge heißt. Sag bloß. Schermak? Markus? Sag mir, svegavische dos, das nach taki rezultati nema nigde. Šta pustime na miru, šta pustime na miru. Dobro što smo im pomogli. Ich verstehe den Jungen gut. Der wird einfach nicht mit seiner Situation fertig. Wie sollte er auch? Nach seiner Veranlagung, abgesehen von den Verhältnissen, wir kommen ja schließlich nicht als weißes Blatt auf die Welt, bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als blind um sich zu schlagen. Ja, gut, okay, gut. Aber können Sie es nicht ein bisschen konkreter sagen, warum er sie angezeigt hat? Tja, und dann so speziell. Ich meine,
Auf so eine Idee muss einer erst mal kommen, mit nicht ganz 14 Jahren. Haben Sie eine Ahnung, auf was für Ideen heute schon die 12-Jährigen kommen? Noch jüngere? Ja, die Ahnung, die haben wir. Und wir wissen auch, dass es nicht alles nur gesponnen ist. Du lieber Gott, nicht nur gesponnen. Ja? Entschuldigung. Herr Köbelmeier? Ja. Da sind zwei Herren vom Gesundheitsamt für Sie. Ja, Moment, die möchten einen Moment warten. Ich komme gleich. Als Abteilungsleiter bin ich auch für Heimeinweisungen zuständig. Frau Czermak ist nach dem Tod ihres Mannes zu mir gekommen und hat um Erziehungshilfe gebeten. Sie wurde mit ihrem Sohn nicht mehr fertig. Der Junge ließ sich nichts mehr sagen. War aufsässig, klaute, demolierte, was ihm unter die Finger kam. Nur allzu bekannte Symptome. Was sind für Symptome? Hilferufe. Wenn ich etwas von Kindern verstehe... Ja, das sollten Sie ja wohl nicht. Was hat denn das alles nur mit der Anzeige zu tun? Sie wollten es doch konkreter. Na gut, okay. Ja. Also, der Junge hat um Hilfe gerufen und? Er war nicht der Einzige, der Hilfe braucht. Seine Mutter, seine Schwester. Ich habe einen Mitarbeiter hingeschickt, der hat eine Heimeinweisung für nötig gehalten. Und ich habe sie nach gründlicher Prüfung befürwortet. Bitte. Dann hat mich der Junge Markus Czermak zu Hause aufgesucht. Es war mehr ein Überfall. Er hat mich gebeten, ihn nicht ins Heim einzuweisen. Gefordert hat es. Ich habe versucht, ihm klarzumachen, dass es für alle, für ihn, für seine Mutter, seine Schwester, das Beste wäre. Dann ist er ausfallend und aggressiv geworden. Ich musste ihn schließlich vor die Tür setzen. Danke. Er hat sich gerecht. Er braucht einen Feind, um mit sich selbst noch einigermaßen klarzukommen. Da haben Sie sich auf geradezu ideale Weise angeboten. Es ist nicht das erste Mal. Den Job von Kögelmeier möchte ich aber auch nicht haben. Danke. Keine Angst. Den gibt dir bestimmt auch keiner. Dazu brauchst du nämlich Geduld. Die verstehen immer alles. Was heißt da aus, ich entschuldige noch alles? Ja, so kommt die Scheißwelt nie in Ordnung, du. Schibanskis philosophisches Viertelstündchen. Entschuldige bitte, wenn ich in deinem Revier wildere, ja? Ja. Ich kann den Jungen so gut verstehen, Mensch. Der soll ihn nicht verstehen, der soll ihm helfen und ihm ernst nehmen. Aber ich glaube, das tut er. Ach, das ist doch grotesk. Ein Mann mit dem Beruf, in der Position, der wird von einem seiner Schutzbefohlenen beschuldigt, er habe ihn sexuell missbraucht. Das ist doch... Das ist grotesk, ja. Ja. Habt ihr gesagt, den Job von Kögelmeier möchte ich nie haben. Ja. So, Mahlzeit. Danke. Herr Krüger nimmt mir all die notwendigen Gänge ab, wegen Manuelas Beerdigung. Ich wüsste nicht, wie ich damit fertig werden sollte. Ich wollte gerade Kaffee kochen. Möchten Sie auch? Danke. Ja, danke. Sehr gerne. Gut, dass ich Sie hier treffe. Ich wäre sonst spätestens morgen zu Ihnen gekommen. Wie lange dauert es denn noch, bis der Leichnam des Mädchens freigegeben wird? Ein eigentlich nicht zu ertragender Zustand für die arme Frau. Das weiß ich nicht. Die gerichtsmedizinischen Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Ich dachte, die Sache sei klar. So einfach ist das nicht. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die notwendigen Formalitäten beschleunigen könnten. Verstehen Sie mich bitte richtig, es geht mir vor allem um Frau Czermak. Sie muss endlich zur Ruhe kommen. Und solange das Mädchen nicht beerdigt ist... Das kann ich gut verstehen. Ich werde mich darum kümmern. Ich danke Ihnen. Ich muss leider, ich wollte gerade gehen, als Sie kam. Meine Frau erwartet mich, wir haben Gäste. Das Leben geht eben weiter. Meine Herren. Ich muss gehen, ich bin sowieso schon zu spät dran. Ich sehe wieder rein. Markus in ein Heim einweisen lassen. Glauben Sie nicht, es ist mir leicht gefallen. Aber ich wusste mir nicht mehr zu helfen. Er hat gemacht, was er wollte. Er hat sich nichts mehr sagen lassen und hat sich aufgeführt. Ich habe manchmal gedacht, er ist nicht ganz normal. Dann hat er angefangen zu stehlen. In Kaufhäusern. Irgendwas. Nur um zu stehlen. Egal, ob es brauchen konnte oder nicht.
Ich habe versucht, ihm klarzumachen, wo das enden könnte. Hab ihn angefleht. Er hat mich ignoriert. Ich hatte Angst, er könnte völlig unter die Räder geraten. Wollen Sie nicht doch? Nein, nein, vielen Dank. Milch? Zucker? Ja, gerne, sehr gerne. Er hat es mir nie verziehen, bis heute nicht. Dabei wollte ich nur das Beste für ihn. Er hat sich geweigert, mich zu sehen. Bis heute Morgen, es war das erste Mal wieder. Er hat mir die Zeitung gebracht. Warum hat er Sie denn überhaupt geschlagen? Er gibt mir die Schuld, weil ich Manuela nicht zum Bahnhof gebracht habe. Wenn Sie wüssten, was ich mir für Vorwürfe mache. Mir war nicht wohl am Mittwochmorgen. Ich habe Manuela noch gesagt, sie soll den Bus nehmen. Er hält fast vor unserer Tür. Welcher Bus ist denn das? Wann fährt er? 20 nach 8. Er fährt alle 20 Minuten. Es ist leicht zu merken. Und welche Linie ist das? Die 921. Dann wissen Sie ja gar nicht, ob Manuela in den Bus gestiegen ist oder nicht. Ich habe die Schier noch runtergetragen. Bin dann allerdings bald wieder raufgegangen. Mir ging es wirklich schlecht an diesem Morgen und kalt war es und windig. Hätte ich sie doch nur zur Bahn gebracht. Wie viel Zeit war denn noch bis zur Abfahrt des Busses? Ich meine, wie lange waren Sie noch bei ihr? Wann sind Sie wieder rauf in Ihre Wohnung? Frau Czermak, was hatte denn Markus für ein Verhältnis zu Manuela? Er hat sie geliebt. Er hat alles für sie gemacht und war rührend besorgt um sie. Es klingt ja so, als ob sie eifersüchtig waren, ne? Haben Sie ihn deswegen ins Heim gesteckt? Sehr zartfühlend war das nicht. Wieso? Was sollte denn deine Frage nach der Eifersucht? Ja, okay, das war nicht richtig, aber was willst du machen? Hat auf einmal so ein komisches Gefühl. Gefühle helfen uns jetzt nicht weiter, Horst. Wir müssen dringend mit Markus Czermak sprechen. Na ja, das müssen wir, klar. Und es wäre sicher nicht falsch, Mutter und Sohn mal gegenüberzustellen, nicht? Fehlanzeige. Und der Busfahrer? Auch Fehlanzeige. Manuela war Mittwoch früh nicht im Bus. Der Busfahrer kannte sie. Es gab überhaupt kein Mädchen mit Schieren im Bus. Das hatte sich um 5, also maximal 10 Minuten. Aber jemand muss doch die Kleine gesehen haben, verdammt nochmal. Sag mal, gegenüber der Czermakschen Wohnung, da sitzt so eine alte Vettel im Fenster. Ich habe sie schon mal nach der Kleinen gefragt, aber ich meine, mir sagt sie nichts. Ich glaube, die mag mich nicht. Versuch du das doch noch mal, bitte, ja? Also, Vielleicht kann sie sich an was erinnern. Weiß doch, wie das ist. If you don't succeed at once, keep on trying. Na ja, trying, immer wieder trying. Sie haben den Job. Morgen setzt ein Bild von der Kleinen in die Zeitung, nicht? Wer hat das Mädchen am Mittwoch, den 6. Februar, um 8.20 Uhr in der Oberhausener Straße an der Bushaltestelle gesehen? Oder wer hat gesehen, dass sie in einen Privatwagen eingestiegen ist? Und so weiter und so weiter und so weiter. Was würdest du machen ohne mich? Ha? Ich würde es alleine machen. Ist nicht da. Ich weiß nicht, wo er steckt. In der Schule ist er jedenfalls nicht. Er war schon die Nacht nicht da. Wie verträgt sich das mit Ihrer Aufsichtspflicht? Sollen wir sie einsperren, vielleicht ans Bett ketten?
Na, der muss sich ja hier tierisch wohlgefühlt haben. Das hat nichts mit uns zu tun. Ach nee? Mit was hat man was zu tun? Mit seiner Schwester? Naja, ich meine, die ist ja nur tot, ne? Weiß ich auch. Deshalb mache ich mir solche Sorgen. Denn sein Glaube an die Polizei, an die Gerechtigkeit, ist schon längst zum Teufel. Okay, okay, Herr... Andreas. Sagen Sie einfach Andreas, dann nennen mich alle. Weiß ich wenigstens, dass ich gemeint bin. Gut, gut, Andreas also. Ja, dann verraten Sie mir doch mal. Warum hat er denn den Glauben an die Polizei und an die Gerechtigkeit verloren? Das fragen ausgerechnet Sie? Ja, wieso das frage ausgerechnet ich? Ja, ich meine, gut, ich kann es mir denken, aber ich würde es ganz gerne von Ihnen hören. Ich habe so meine Zweifel, ob die Geschichte zwischen Markus und Herrn Kögelmeier sich tatsächlich so abgespielt hat, wie es in den Akten steht. Genauso wenig weiß ich, ob seine Heimeinweisung wirklich gerechtfertigt war. Das heißt, dass Herr Kögelmeier nicht die Wahrheit gesagt hat? Ach, er hat seine Wahrheit gesagt, das glaube ich. Wenn es bloß nicht so schwer wäre, an den Jungen ranzukommen, kann eigentlich nur abwarten. Markus ist echt ein klasse Junge. Vielleicht ein bisschen zu sensibel, aber kann man das überhaupt sein? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das Leben dadurch nicht einfacher wird. Das Gleiche gilt für sein Gerechtigkeitsgefühl. Das ist so ausgeprägt, bringt ihn dauernd in Schwierigkeiten. Der steht immer auf der Seite der Schwächeren. Also bevor Sie ihn heilig sprechen, ja? Ich bin nicht der Papst. Nein, das sind Sie nicht, aber ich auch nicht. Und deshalb möchte ich ihn, also möchten wir ihn gerne den schwarzen Flecken auf seiner blanken Seele fragen. Denn die hat er nämlich auch. Der Junge weiß mehr als wir. Außerdem läuft er völlig verstört durch die Gegend. Das heißt, er ist gefährdet, äußerst gefährdet. Ja, also müssen wir ihn finden. Hm? Mhm. Und zwar so schnell wie möglich. Sonst ergeht es ihm so wie seiner Schwester. Also bitte helfen Sie uns. Ja? Und verraten uns, wo wir ihn suchen sollen oder vielleicht, wo wir ihn finden können. Gucken Sie mal auf der Vulkanstraße. Da hat er wohl Freunde, oder? Was er dafür hält. Ach, haben Sie ein Foto? Bei seiner Akte. Hi, Opi. Hallo. Na, wie werden Sie sein? Ja, ist ja eins, naja, wird 1,60 groß sein. Hat meistens so eine Lederjacke an, so eine helle, braune Lederjacke mit einem langen Schal und so. Hast du ihn gesehen? Mach den nicht in die Hose, ich bin nicht von der Sitte. Ich suche einen Jungen, 13 Jahre alt. Czermak. Markus Czermak. Kenn ich nicht. Du? Nie gehört. Aber ich kann mich da mal rumhören. Das ist ja zu gütig. Tachchen. Na? Sag mal, habt ihr den schon mal gesehen hier? 1,60 groß, Lockenkopf, trägt meistens so eine Jacke, die. Markus! Mädchen. Nee, nee. Mädchen, habe ich gesagt. Richtige Mädchen. So, hier. Fällt dir jetzt was dazu ein? Verpiss dich, du perverses Schwein. Thank you.
Markus? Ich bin alt. Perverses Schwein. Du bist der Zweite, der das heute zu mir sagt. Da muss was dran sein. Hab ich von den Kollegen von der Sitte bekommen. Kennt sich bestens aus in der Szene. Nützt ihn aber kaum etwas. Wissen und Beweise zweierlei. Tini, 18, sucht lieben Onkel für Zoobesuche. Sechsjähriges Mädchen heißt das. Und der liebe Onkel darf dann das Tier rauslassen. Woher wissen das Wissen? Die Kollegen können diese Annoncen dechiffrieren. Aber das ist doch schon fast alles. Unternehmen können sie kaum etwas. Und wenn sie einem wirklich etwas nachweisen können, dann sind die Strafen lächerlich. Du wirst ja heute schon fürs falsche Parkenschränger bestraft. Und der Besitz und Tausch von Kinderpornos. Ist doch eine Schweinerei. Aber nicht strafbar. Das gibt's doch nicht. Doch. Sag mal, das heißt doch, wir stehen im Wald und können überhaupt nichts machen. Solange die da oben sich nicht zu einer Gesetzesänderung durchringen können, nicht. Unsere liberale Gesellschaft, die produziert in aller Ruhe weiter seelische Krüppel. Suchen liebevollen Spazieronkel für unsere unternehmungslustige Tochter. Also wenn ich den Zweck deiner Lektüre richtig deute, da willst du doch nicht etwa... sagen, dass ich über ein beinahe vollständiges Angebot verfüge. Vom Klassiker bis zum neuesten Hit. Und sollte ich etwas doch nicht haben, so besorge ich es Ihnen in kürzester Frist. Kein Problem. Wollen Sie in eine Kassette reinsehen? Lassen Sie sich ruhig Zeit. Gehetzte Kunden sind unzufriedene Kunden, sage ich immer. Und die Auswahl soll ein Genuss sein. Ich bin, wie soll ich Ihnen sagen, ich bin gewissermaßen ein Anfänger. Ich kenne mich da noch nicht so richtig aus. Jeder ist irgendwann mal Anfänger. Dazu bin ich ja da. Wenn Sie mir da behilflich sein könnten, wäre ich Ihnen wirklich sehr dankbar. Ich frage mich... Nein. Ich frage Sie. Ich habe den dringenden Wunsch... Wie kann ich... in einen persönlichen Kontakt zu einem dieser zauberhaften Wesen kommen. Den Wunsch kann ich Ihnen leider nicht erfüllen. Tut mir ehrlich leid. Da müssen Sie auf einen dieser chiffrierten Annoncen antworten. Ich kann Ihnen da wirklich nichts vermitteln. Das ist nicht mein Geschäft. Ich verstehe. Da muss man vorsichtig sein. Naja. Dann muss ich mich eben erst einmal mit ein paar Magazinen begnügen. Und aus bist du. Elemi!
Das ist unglaublich. Hier, Manuela. Markus. Alles im Angebot. Und die Mutter weiß von nichts. Von wegen. Die haben ihre Tochter prostituiert. Und uns hat sie die Hucke vollgelogen. Die weiß genau, wer Manuela auf dem Gewissen hat. Ist doch mindestens ein Jahr alt. Ja, eben. Ein alteingeführtes Geschäft. Das hat sie von ihrem famosen Ehemann übernommen. Und da er an seiner Tochter so ein delikates Vergnügen hat, warum nicht Geld verdienen mit seinem Schätzchen? Horst, schau dir das an, das sind Kinder. Die haben Väter und Mütter. Die verkaufen ihre Kinder. Kinder sind das Eigentum ihrer Eltern. Natürlich. Die kaufe ich mir jetzt nicht von Schermack. Ich komme erst wieder zurück, wenn ich den Jungen habe. Frau Czermak? Ja, ja, Herr Schimanski ist das Größte, schmeckt er bestimmt. Also, wie viele Eier willst du haben? Ich nehme normalerweise 4, da kriegst du, dann sag mal 2. Okay? Uno. Sei doch mal so gut und deck schon mal den Tisch. Ne? Na, kriegst du nicht Appetit? So. Naja. Ich bin wie eine Mutter zu dir. So. Na bitte. So, ein kleines Häppchen für dich. Ja. Na, das sieht doch aus, was? So. Mhm. Willst du was zu trinken? Hey. Na gut. Also, guten Appetit. Also, sowas kriegst du nicht im Heim, du. Ja,
Ja, dann, Mensch, ich esse. Was? Gut. Ja, ja, ich komme sofort. Ja, ich bin schon unterwegs. Bis gleich. Entschuldige, aber ich muss ganz schnell nochmal weg, ja. Aber fühl dich wie zu Hause, okay? Du, wie ich das sage, so meine ich das auch. Hm? Also, tschüss. Jetzt schnappen wir uns den Pornohändler. Wollen Sie nicht lieber doch zugeben, dass Sie auch als Vermittler tätig sind? Käme Ihnen doch zugute. Ohne meinen Anwalt sage ich kein Wort. Sie kennen sich aus, was? Ach, Tanner. Hm? Komm mal her. Guck mal, der braucht gar nicht mehr zu reden. Der gibt uns alles schriftlich. Hier, guck. Was C wie... Czermak. Und K... K wie Köbelmeier. Na, haben wir es doch. Also bitte, meine Herren, um Gottes Willen jetzt nicht reden. Das überlassen wir jetzt Ihrem Anwalt. Frau Köbelmeier? Ja? Kripo Duisburg. Wir wollen mit Ihrem Mann sprechen. Der ist weggefahren. Wann und wohin? Vor einer Stunde ungefähr. Wohin, weiß ich nicht. Ist es bei Ihnen so üblich? Der ist angerufen worden. Von wem, weiß ich nicht. Dann ist er gleich weg. Ein rührender Ehegatte. Ich muss mal zum Auto. Und Sie wissen von nichts, was? 21:24. Egon, kommen Sie. Tja. Sie tun mir leid. Verstanden, Ende. Und das meine ich ehrlich. Horst! Tschüss. Sie haben Marco Czermak gefunden. Er liegt im Krankenhaus, auf der Intensivstation, schwer verletzt. Im Koma. Was? Er ist noch nicht wieder bei Bewusstsein. Er ist geschlagen worden, wahrscheinlich aufgrund der Schlageinwirkung gestürzt. Er hat einen Schädelbasisbruch. Ich kann auch nicht sagen, ob er durchkommt. Es spricht einiges dafür. Seine Konstitution. Wenn er wieder zu sich kommt, dann geben Sie uns Bescheid, ja. Ach, bitte lassen Sie keinen zu ihm. Wir müssen als Erste mit ihm reden. Ach so, ja. Bitte sagen Sie ihm nicht, dass seine Mutter tot ist, ja? Ich glaube, das muss ich schon machen. Jetzt wollen wir erst mal zusehen, dass er der Welt erhalten bleibt. Obwohl ich mich manchmal frage, was an der eigentlich lebenswert ist. Was ist denn mit dem? Ja, die sagen mir nichts. Ist auch richtig so. Naja, ich hoffe nur, dass sie ihn durchbringen. Der Vater verunglückt tödlich. Die Tochter wird vergewaltigt und umgebracht. Die Mutter ermordet. Der Sohn, der liegt brutal zusammengeschlagen auf der Intensivstation. Ja, und das alles in einer Familie. Und in einer verhältnismäßig kurzen Zeitspanne.
Sie waren doch jahrelang die Lehrerin von Manuela. Und da wollen Sie mir weismachen, Sie hätten nichts bemerkt? Ich habe nicht nur einen Schüler, ich habe 34 in der Klasse. Da können Sie sich natürlich nicht um jeden Einzelnen kümmern, nicht? Kann ich, aber natürlich nicht so viel, wie ich gerne möchte. Ich war ja schon bei Ihrer Mutter, das habe ich Ihnen doch gesagt. Manuela hat in die Hose gemacht und das ist ja nicht normal in dem Alter. Ich bin gegen eine Mauer gerannt, praktisch hat sie mich rausgeworfen. Ja, sie kann ihr Kind allein erziehen, ich soll mich nicht einmischen und so weiter. Ja, mein Gott, was soll ich denn tun? Soll ich vors Jugendamt gehen? Das hätte nur die Heimanweisung für Manuela bedeutet, was das für ein Kind heißt. Ich bin doch immer noch besser als tot. Sagen Sie mal, ist Ihnen nie der Gedanke gekommen, dass das kleine Mädchen sexuell missbraucht worden ist? Sagen Sie mal, Sie sind wirklich ahnungslos. Oder wollen Sie bloß nicht belästigt werden mit den Problemen anderer Leute? Jedenfalls halte ich keine Patentrezepte zu Ihrer Lösung parat. Falls das hier so eine Art Gericht über meine Qualität als Mitmensch sein soll, dann denke ich, wir beenden die Unterhaltung besser, ja? Wann die Unterhaltung beendet ist, das überlassen Sie bitte uns! Und außerdem ist das keine Unterhaltung, ja? Faust, komm. Was? Okay, gut, du hast recht. Konzentrieren wir uns auf die letzten Tage vor Manuelas Verschwinden. Ist Ihnen da vielleicht irgendetwas Besonderes aufgefallen? Was? Sie war nicht anders als sonst. Doch, da war was. Ich habe mir aber nichts dabei gedacht. Sie ist ein paar Mal von einem Mann, von einem Herrn in so einer dunkelblauen Luxuslimousine von der Schule abgeholt worden. Ich möchte wetten, dabei hat sie sich auch nichts gedacht. Das war ganz offensichtlich, dass Manuela diesen Mann gekannt hat. Mein Gott, ich dachte, es ist ein Verwandter. Ja, wie sah denn der Herr aus? Weiß ich nicht. Das weiß sie nicht. Und die Autonummer, die haben sie sich natürlich auch nicht gemerkt, nicht? Doch. Ach. Ja. Und? Dumm. DU-MM. Die Zahlen weiß ich nicht, aber das dürfte ja kein Problem für Sie sein. Ich kann es nicht leiden. Eine so intelligente Frau, die kann doch nicht so blind sein. Ja, ist sie gar nicht so intelligent, wie du sie gerne möchtest. Sie ist ganz normal, wie andere Menschen auch. Sie denkt einfach nur an sich. Ganz normal? So. Ja. Hey, was ist denn jetzt los? Was? Und weg. Halt ihn fest. Wir möchten zu Herrn Krause. Zu Herrn Krause? Sind Sie angemeldet? Sind wir, ja. Ja, hier. Kripo Duisburg. Dann kommen Sie doch bitte rein. Kompliziert. Ja, aber wieso sagt Nitschama, ja, was soll denn das? Wieso sagt die, Sie heißen Krüger? Hat sie das? Dann müssen Sie sich verhört haben. Haben Sie das amtliche Kennzeichen DUMM 4431? Ja. Habe ich falsch gepackt? Aber kommen Sie doch bitte rein. Ach, entschuldigen Sie, meine Frau, die Herren Schimanski und... Tanner, guten Tag. Tanner, Kripo Duisburg. Würdest du so gut sein, uns einen Kaffee zu machen? Also für mich nicht, vielen Dank, du? Nein, nein, danke. Vielleicht etwas Herzhafteres. Cognac, Whisky. Bitte machen Sie keine Umstände. Sie haben mit dem Wagen Manuela Czermak von der Schule abgeholt. Ja, manchmal. Ich habe mich ein wenig um Sie gekümmert. Bitte nehmen Sie doch Platz. Wie waren Sie Ihre Beziehung zur Familie Czermak? Das wissen Sie ja. Gut. Ich war
Wie soll ich das sagen? Ich war Ihnen freundschaftlich verbunden. Das klingt entsetzlich hochgestochen, entschuldigen Sie. Ich war mit Ihnen befreundet. Mit der Familie Tschermak? Anfangs nur mit Herrn Tschermak. Wir haben dasselbe Hobby. Hatten. Wir sind beide begeisterte Modellflieger. Nach seinem tragischen Tod habe ich mich um die Familie gekümmert. Die arme Frau war völlig hilflos. Ich habe sie auch finanziell unterstützt. So viel hat Tschermak ja nicht verdient. Folglich ist die Witwenrente auch nicht gerade üppig. Was hatten Sie denn für ein Verhältnis zu den Kindern? Zu Manuela ein sehr gutes. Sie brauchte einen Vater. Ich habe ihr, so gut ich konnte, einen Ersatz geboten. Hm. Und zum Jungen? Aber mit Markus wäre wohl niemand zurechtgekommen. Der Junge war schon immer gefährdet. Der Tod des Vaters hat ihn dann vollends aus der Bahn geworfen. Ich denke, ich könnte jetzt gut einen Schluck vertragen. Sie auch? Die Leiche von Manuela Tschermak ist jetzt freigegeben. Ich könnte sie beerdigen lassen. Ah, das ist gut. Weiß Frau Tschermak es schon. Das wird für Sie eine große Erleichterung sein. Ja, Frau Tschermak ist tot. Nein. Wie ist das passiert? Wann haben Sie denn Frau Tschermak zum letzten Mal gesehen? Vorgestern. Als wir uns bei ihr getroffen haben. Fabelhafter Schauspieler. Ja, das klingt alles so plausibel, Mensch, so ungeheuerlich menschlich. Einfach eine kleine Nuance zu viel. Aber ich nehme es ihm nicht ab. Ich sag ja, Volkstheater Müller im Ruhr. Aber vielleicht weiß deine Alte gar nichts du von seinen Bumsgeschichten. Sie hat ihn doch angestarrt, als ob er seinen Hosenstall offen gelassen hätte. Vielleicht wird sie so ungewollt zu unserem Verbündeten. Wenn du mich fragst, du, ich würde ihn am liebsten festnehmen. Was soll uns das nützen? Was wir brauchen, sind Beweise. Wir müssen ihn auf jeden Fall rund um die Uhr beschatten lassen. Hilft nichts. Und jetzt? Ja, jetzt fahren wir zu Frau Kögelmeier und klären Sie über Ihren Mann auf. Sie wissen nicht, wo Ihr Mann ist. Das sollen wir Ihnen glauben. Natürlich glauben wir ihr das. Und dass sie nicht weiß, dass Ihr Mann Päderast ist, das glauben wir ja auch. Er steht auf kleine Jungs. Aber das wissen Sie ja. Markus Tschermak, der liegt brutal zusammengeschlagen auf der Intensivstation. Und nun dreimal dürfen Sie raten, wer es gewesen ist. Und Manuela, Markus' Schwester, ist missbraucht und umgebracht worden. Von wem wohl? Also ich glaube ja, Sie wollen, dass er bestraft wird. Hm? Hart bestraft wird. Und Sie hoffen, dass er so von seiner Neigung befreit wird. Sie wissen doch, was er für eine Neigung hat, oder? Ich weiß, wo er ist. Ja, ich hab Markus geschlagen. Er ist gestürzt, ich bin weggerannt. Der Junge wollte mich erpressen. Er hat im Heim herausgekriegt, dass ich auch zu anderen Jungs Beziehungen habe. Er wollte mich erpressen, da bin ich ausgerastet. Ich muss den Verstand verloren haben. Ich wusste nicht mehr, was ich tat. Ich gebe mir alles zu, aber ein Mörder bin ich nicht. Ja, möglich. Vielleicht glauben wir ihm das sogar. Aber was nützt Ihnen das? Die Öffentlichkeit, die will doch Ihren Sündenbock. Und wenn wir den nicht liefern, dann sind wir selber dran. Und Sie sind bestens dafür geeignet. Verlassen Sie sich drauf. Wir hängen diese Morde an. Aber ich war es nicht! Hm? Herr Trotter, und? Er weiß nicht. Die Blutanalyse ist eindeutig negativ. Sein Genom weist mit dem des Spermas nicht die geringste Übereinstimmung an. Das habe ich mir gedacht. Danke Ihnen. Na, hat er gestanden? Er weiß nicht, was gut für ihn ist. Na, wie er will. Ein Geständnis würde sich für ihn bestimmt positiv auswirken. Aber auf ein paar Jahre mehr oder weniger kommt es ihm ja nicht mehr an. Ich weiß nicht. Erzählen Sie das dem Richter. Vielleicht glaubt der ihn. Bring zurück in eine Tonne. Er langweilt mich. Ja, Herr Kögelmeier, komm mit. Da lang. Warum nehmen Sie sich nicht Herrn Krause vor? Aber da trauen Sie sich nicht. Der war scharf auf Manuela. Das reicht nicht für einen Haftbefehl, Herr Schimanski. Nee und nimmer. Was haben Sie denn in der Hand? Genau genommen nichts.
Die vage Verdächtigung durch Herrn Kögelmeier, der seinen Hals retten will. Und Vermutungen und abenteuerliche Kombinationen. Herr Krause ist ein angesehener und unbescholtener Bürger unserer Stadt. Den hat jeder Referendar schneller wieder draußen, als Sie ihn drin haben. Ja, das käme ja auch im Versuch drauf an, nicht wahr? Also, nun komm, unterschreiben Sie mir endlich den Haftbefehl. Ich mache mich doch nicht lächerlich, Herr Schimanski. Außerdem verbitte ich mir diesen Ton. Ach, wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Untersuchungsrichter, dann heißt es doch nichts anderes, als wenn der Krause nur, sagen wir mal, beispielsweise ein Beamter wäre, ja, oder was weiß ich, Metaller. Dann würde er sich nicht lächerlich machen, oder wie sehe ich das? Das habe ich in Ihrem Interesse überhört, Herr Schimanski. Im Gegensatz zu Ihnen stehe ich am Anfang meiner Karriere und die lasse ich mir von Ihnen nicht vermasseln. Mann, oh Mann, haben wir eine Justiz. Und sowas machen die zum Untersuchungsrichter. Im Gegensatz zu Ihnen stehe ich am Anfang meiner Karriere. Klar, die besten Voraussetzungen, charakterlos und feige. Leider hat er nicht ganz unrecht. Und wir haben wirklich nichts Konkretes in den Händen, um gegen Männer wie Krause vorgehen zu können. Sag mal, spinnst du? Fängst du jetzt auch noch an, ja? Und Krause läuft frei herum und befummelt weiter kleine Mädchen. Sag mal, du, also, ich verstehe dich nicht. Er ist drin. Aha. Und sonst noch was? Danke. Wenn Sie das bitte vorrangig erledigen würden, Frau Schlupp. Herr Schimanski, was führt Sie zu mir? Ach, bedauerlicherweise habe ich überhaupt keine Zeit. Ich habe einen wichtigen Termin. Hätten Sie doch angerufen. Na ja, ein paar Minuten. Frau Schlumach, sagen Sie den Herrn, ich bitte Sie um einen Moment Geduld. Ja, kommen Sie bitte. Also, ich habe keine Geheimnisse. Also, was ich Ihnen zu sagen habe, das dürfte für Ihre Damen auch höchst interessant sein. Ich pflege meine Gespräche nicht auf dem Marktplatz zu führen. Wieso, warum? Sollten Sie aber. Sie brauchen doch die Öffentlichkeit nicht zu scheuen. Ich meine, Sie sind doch eine Person des öffentlichen Interesses, oder? Ach, meine Damen, wussten Sie, dass Ihr Chef, den Sie sicherlich alle sehr verehren, dass der bei erwachsenen Frauen keinen hochkriegt? Herr Schimanski, verlassen Sie das Büro. Wieso was? Habe ich was Falsches gesagt? Bei keiner dieser hübschen Damen, ja? Und da lege ich meine Hand ins Feuer. Da würden Sie... Ach, der Marktplatz, der füllt sich. Na, kommen Sie rein, meine Damen. Kommen Sie rein. Sagen Sie mal, haben Sie gewusst, dass der ehrenwerte Herr Krause eine unbezwingbare Vorliebe für kleine Mädchen hat? Sie sind krank. Frau Schlubach, rufen Sie die Polizei. Lassen Sie mal, Frau Schlubach, lassen Sie das. Kommen Sie bitte her. Ich hau sowieso ab. Ich habe die Schnauze voll von Ihrem ehrenwerten Chef. Das wird ein Nachspiel haben. Das hoffe ich sehr. In unser aller Interesse. Gott verlassen, was soll? Ja, jetzt ist aber gut. Entschuldigung. Tschüss, doch gut. Ja. Ich bin schon völlig bescheuert, Mann. Ich sehe ja schon Gespenster. Wahnsinn. Du sollst zum Alten kommen, sofort, tot oder lebendig. Er hat deinetwegen Druck vom Präse gekriegt. Sag mal, hast du falsch gefragt? Ach nee. Der Krause, der reagiert aber schnell. Verdammt normal, der hat gute Beziehungen, Junge. Das Schwein ist schwer zu schlachten, aber ich krieg ihn. Pass auf, dass du nicht vorher in die Wurst kommst. Das Krankenhaus hat angerufen. Der Junge ist bei Bewusstsein. Ach, das ist doch eine gute Nachricht.
Ach, Hänschen, tu mir doch mal einen Gefallen und krieg mal raus, wie der Vater Czermak gestorben ist, ja? Okay. Ach, und du sagst dem Alten, er soll froh sein, wenn er mich nicht sieht. Tag. War ein bisschen dämlich von mir, nicht? Dich da in meiner Bude wie ein Knickel einzusperren. Entschuldige. Markus. Pass mal auf. Deine Mutter ist tot. Wir hatten dich so zugerichtet. Kückelmeier. Ja, aber warum? Er weiß, wo Krüger wohnt. Sollte mir helfen, an ihn ranzukommen. Wie wollt ihr das erreichen? Wollt ihr ihn erpressen? Ich habe im Heim rausgekriegt, dass er auch andere kennt. Ja, ja, ja. Ja, ich weiß. Und damit hast du ihm gedroht. Ja, warum bist du eigentlich hinter Krüger her? Er war schon früher bei uns. Als mein Vater noch lebte. Mein Vater hat Fotos und Videos von meiner Schwester gemacht, sie verkauft. Und dann ist dieser Krüger gekommen und wollte Manuela für sich alleine haben. Aber mein Vater hat sie nicht hergegeben. Wahrscheinlich wollte er nur den Preis hochtreiben. Der hat sie verkauft, ganz sicher. Und der nicht in der Badewanne, der hat sie verkauft. Dann ist Krüger wiedergekommen. Ich meine, als sein Vater tot war. Und hat dann deiner Mutter ein Angebot gemacht. Richtig? Ich habe ihr gedroht, wenn sie darauf eingeht, dann. Sie hat mir versprochen, das tut sie nie und nimmer. Nee. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sind krank. Wie Sie zu dem Haftbefehl gekommen sind, ist mein Rätsel. Naja, das ist mein Anwalt klärt. Ist doch ganz wurscht, was Ihr Anwalt klärt oder was er nicht klärt. Er hat die kleine Manuela so missbraucht, dass sie daran gestorben ist. Tja. Anschließend hat er die Mutter umgebracht, um das Ganze zu vertuschen. Sie brauchen einen Arzt. Und wann soll ich das getan haben? Tun Sie doch nicht so dämlich. Wissen Sie doch besser als ich. Am Sonnabend. Zwischen 17 und 19 Uhr. Am Sonnabend war ich ab 14 Uhr zu Hause bis etwa 20.30 Uhr. Dann sind wir essen gegangen. Meine Frau wird Ihnen das gerne bestätigen. Ein verkommener Bursche, ein Gelegenheitsstricher, beschuldigt mich aus unerfindlichen Gründen und Sie spielen den Inquisitor. Der Schuss geht nach hinten los, feiert es da. Sie denken, wir haben keine Beweise gegen Sie, was? Keine Zeugen. Den einzigen Zeugen, Frau Czermak, haben Sie umgebracht. Irrtum. Wir haben einen Zeugen. Sie selber. Und Ihre unverwechselbaren Erbanlagen.
Haben Sie schon mal was vom genetischen Fingerabdruck gehört? DNS-Fingerprinting. Sicher nicht, aber ist auch egal. Das Sperma in Manuelas Körper, das wird beweisen, dass Sie der Täter sind. Das ist doch billig. Für unter Preis verkaufen wir sie nicht. Ist okay, komm. Gratulation, ein so befriedigendes Ergebnis in so kurzer Zeit. Ausgezeichnete Arbeit, Herr Schimanski. Ja, danke. Ein kleinen Schönheitsfehler hat die Aktion allerdings. Wie man hört, hat sich der Täter beinahe erschossen vor Ihren Augen. Ja, richtig, ja, ja. Stimmt, ja. Aber das wäre zu simpel gewesen. Und Sie, haben Sie keine Angst, dass Sie sich lächerlich machen könnten? Ich behalte mir das Recht, vor mich irren zu dürfen. Ja, das haben wir allerdings. Ach, und was Ihre Karriere anbetrifft, da haben Sie sich auch geirrt. Ach, sag mal, du wolltest mir doch einen Gefallen tun. Du wolltest doch rauskriegen, wie der alte Czermak umgekommen ist. Schon erledigt. In der Badewanne. Ja, das habe ich auch rausbekommen. Er hat sich die Haare geföhnt. Wie Idiot. Und dabei ist das Ding ins Wasser gefallen. Der Föhn ist ins Badewasser gefallen. Exitus. Das fromme Mädchen dachte bei sich, es ist der dunkle Nacht. Und hier im Wald sieht mich bestimmt niemand. Da macht es nichts, wenn ich nackt daherlaufe. Es zog also sein Hemdchen aus und gab es dem Kind. Wie das Mädchen nun so dastand und nichts mehr anhatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel und waren lauter harte, blanke Taler. Und obwohl es doch gerade sein Hemdchen verschenkt hatte, hatte es nun auf einmal wieder eins an. Das war aus einem ganz zarten Stoff und viel schöner als das erste. Es fasste mit den Händen sein Hemdchen an und sammelte viele blanke Taler hinein. Und jetzt ist es ganz, ganz reich. Ja. Ach. Na, da geht's dir. Gut siehst du aus. Sieht doch gut aus, ne? Du, Opfer. Wenn du so weitermachst, dann bist du hier bald draußen. Du, können wir was unternehmen? Können wir ins Kino gehen oder in die Disco? Wohin du willst, essen? Wohin du willst, du? Hast du Murphy's Law gesehen? Murphy's Gesetz heißt der, glaube ich, hier. Mit Charlie Bronson? Starker Film, was? Kannst dich an die Szene erinnern, wo Charlie Bronson so ganz langsam die Heizsonne in die Badewanne schmeißt? Exodus. Ich weiß nicht, wie der Junge mit seinem Leben fertig werden soll. Wird er nicht. Aber ist er nicht der Einzige.